Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass Welle 2. Heute sind die 200er dran. Ja, letzte Folge hat er mal gespiegelt. Rüben Cup hatte man nur 2 Sterne. Muss ich noch holen. Und heute haben wir die 200er. Bin ich mal gespannt. 200er ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Die Strecken sind recht eng zum Teil. Aber mal sehen, was abgeht im Rübencup. Vielleicht sind die Gegner ja auch gut gelaunt heute. Wollen nicht zu viel mich angreifen und dann düsen wir doch schön durch. Als 200er ist es auch schon wieder weit her bei mir, dass ich gefahren bin. Deswegen. So. Fahren wir mal. Guck mal. Dass wir den Weg wiederfinden. Oh Gott. Ja. Ich muss wieder lernen zu bremsen. Ja. So war ein Goomba. Oh, jetzt gibt mir doch nicht den Boost. Alter. 200er, ey. Bremsen. A und O. Tot, der schießt den Panzer doch. Jetzt bitte. Ah, sehr gut. Oh, jetzt. Ich klaue dir mir die Items weg. Oh ja. Oh. BWP, ich geh weg. Bitte. Ja. Ich hab's schon gesehen. Natürlich knallhart an der Rampe. Oh, ich hab ein bisschen gut. Okay. Rupi ist nicht ganz so verkehrt. Oh, ach Gott. Gebäude. Okay, ich habe einen kleinen Vorsprung. Einen kleinen. Aber auch nur einen kleinen. Ah. Komm. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh Gott. Hui, ja. Gar noch ein Panzer. Ein Blitz. Ein Blitz kam da. Kein Panzer. Okay. Erst wieder an 200er gewöhnen. Muss viel bremsen. Und die Gegner haben ein bisschen Krawall gemacht. Aber ich habe Schlimmeres erlebt, was das betrifft. Deswegen gucken wir mal, wie es bei Marius Piste läuft. Ist ja eigentlich nicht so schwer zu fahren. Ach, Koopa, was willst du schon wieder jetzt hier? Bremsen brauchen wir eigentlich fast gar nicht hier. Wenn man richtig fährt. Na gut, hier, okay. Ja, der rote Panzer ging irgendwie vorbei. Tasche irgendwie blöd geschossen, Koopa. Also stimmt mal, dass es Koopa war. Das war jetzt halt nichts. Was will denn der? Take me ganz in der Magie. Ja, behol doch. Ja, überholen will er aber auch nicht. Na, irgendwie hat er Schiss anscheinend. Irgendwie mit dem blauen Panzer dann kommen. Ich will aber auch nicht nach hinten schießen, weil im Endeffekt habe ich einen roten Panzer. Das heißt, sobald er überholt, kann ich ihn einfach abschießen. Und wenn ich ihn nach hinten schieße, dann treffe ich ihn dann vielleicht noch. Naja, natürlich kommt der blaue Panzer jetzt. Ich hab's doch gesagt. Ja. Das war mir so klar. Der hat da nur drauf gewartet, dass ich. Scheiß. Ja, in das falsche. Ja. Ne. Das. Also. Das ist. Weißt du, da fährst du 2 Runden. Nein, mit dem roten Panzer hinten dran. Als erster rum. Koopa bleibt die ganze Zeit hinten dran. Weil der weiß, genau in der letzten Runde kommt ein blauer Panzer. Ja, und dann überholt er mich direkt und zack, sofort. Weil ich halt keinen roten Panzer mehr gehabt habe, logischerweise. Eine Banane habe ich schon gehabt. Wow. Oh, ich hasse es. Na egal, nächste Runde. Das ist halt ein schöner Mario Kart. Du fährst, bis der erste und dann kommt ein blauer Panzer und. Dann hast du gelitten. Naja. Guck mal, wie es jetzt läuft wieder.
Aber das selbe Theater wieder habe. Nee. Ich mache aber erstmal einen scheiß Fehlstart. Och. Oh, Alter. Oh, das war nix. Ja. Ja, ich hab vielleicht ein Item mit und so. Aber die Abkürzung ist eigentlich schon ganz gut. Wie kommt der blaue. Wo kommt der rote Panzer jetzt? Wie kann der mich verfolgen in der Luft? Der kann man doch ganz anders. Oh Mann. Kommt noch ein Stern von hinten. Alter, ich bin siebter. Siebenter. Das ist ja hier Hilfe. Aber gut, ich hab ein paar Pilze. Also, Manga schon erster, okay. Oh. Münze. Danke, dass ich eine Münze bekomme. Oh Mann. Ich hab einfach mal geschossen. Da kam ein Zug. Also das ist heul. Also. Ja, gerade was. Alter, Sechster, Alter. Immer noch bitte. Wie hat die mich noch erwischt? Was zur Hölle, Alter? Noch ein Bauseits überhaupt hier. Komm, fahr keinen Scheiß zusammen. Wow, Dritter. Ai, oh, wieso fahr ich mal auf den Sand? Das war jetzt mein auch total eigenverschulden, ja. Ist am Ende das in den Sand gefahren. Sonst hätte es vielleicht noch geklappt. Oh, Mann. Das läuft halt gar nicht, oder? Ja, aber Fehlstarten, da war ich weit hinten und dann hast du verloren. Dann hast du komplett verloren. Dann kriegst du die Dinger abgeschossen da. Wenn du halt einmal hinten drin hängst, dann kommst du da nicht mehr raus, vielleicht. Zumindest nicht gescheit. Ohne Items zumindest auch noch. So, jetzt machen wir mal ein gescheiter Start hier. So. Ja, so geht's auch. Sehr gut. So ein Kugel. Oh Gott. Ey, guck mal schon wieder, das ist. Oh, ey. 200, da ist die Strecke schon echt eng. Oh, oh Gott. Ich könnte wieder roter Panzer. Natürlich. Ah, sehr gut. Hahaha. Mit schlauer Fuchs hier. Aber gegen die Bande lenken. So, ich habe zwei Items Software. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Und ich habe einen kleinen Abstand. Aber die hängen mir schon ziemlich nah dran. Ist einer so extrem nah, aber naja. Ja, da machst du nichts. Komm, vorbei. Dankeschön. Abstand ist etwas geschrumpft. Oh. Ja, die Banane hängt noch drauf. Okay. Jetzt vielleicht hier sitzen sollen. Aber es ist. Toadette ist reingefahren. Ach nee. Und dann bekommen wir eine Hupe. Oh Mann. Eine Münze. Jetzt bin ich mit einer Münze als erster. Wenn der blaue Panzer ankommt. Da brauchst du eine Hupe. Komm, wie ist das drin noch gewesen? Komm schon, jetzt zwei rote Panzer. Komm schon. Ah. Kugel. Oh Gott. Komm. Ah, okay. Sehr gut. Cooper ist weiter weg. Sehr gut. Wenigstens ist noch gewonnen. Aber drei rote roten Sterne immer. Drei goldene Sterne bekomme ich auf jeden Fall nicht. Vielleicht kriege ich einen. Vielleicht. Erster bin ich zwar, aber bedenken.
Ja, gut. Das war rasante Cup. Komm, das zweite und dritte Rennen. Alter. Vor allem die Kalimari wüsste da genial. Also. Ah, bei Marius bis zur Weibe gestiegen, zwei Runden gefahren, am Ende kommt Blauer Panzer und dann bist du letzter. Nee, jetzt war da aber egal. Und bei der Kalimari Wüste, da war auch eigenverschulden, ja, okay. Fehlstart und die Wüste in den Sand gefahren, da war jetzt nicht so das Beste. Aber mal gucken, was da Pokal so sagt. Und, na, kein einziger Stern, Alter. Kein einziger Stern. Na gut, wenn man halt zweiter und dritter wird bei zwei Strecken, ist es ja kein Wunder. Aber, naja, gerade mit viel Gegenwehr von denen. Gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es beim Propeller Cup aussieht. Deswegen danke fürs Zuschauen, dass es euch gefallen hat. Und bis dann. Tschüss.